24 Konzerte am Stück. Das ist die alljährliche Weihnachtstournee der Paldauer. Wir haben Ende November begonnen und haben praktisch das sehr intensiv, dieses Weihnachtsfest, weil die Weihnachtstour von Ende November bis Ende Dezember haben wir jeden Tag Weihnachten auf der Bühne und genießen das sehr intensiv. Was wünschst du dir persönlich heuer zu Weihnachten vom Christkind? Gibt es das Christkind eigentlich? Nein, ich wünsche mir eigentlich zur Weihnachtszeit nichts mehr, weil ich habe eigentlich alles. Gesundheit für alle, für meine Familienmitglieder, das wünsche ich mir, dass wir alle gesund bleiben. Höhepunkt des Konzerts in Unterbremstetten war die Überreichung einer ganz besonderen Auszeichnung. Der Eurostar ist eine Auszeichnung für außerordentliche Musiker. Und wir sind natürlich ganz besonders stolz, dass es so eine erfolgreiche Gruppe in Österreich gibt, die volkstümliche Musik in edelster Qualität präsentiert. Man muss ja sagen, dass wir die Auszeichnung haben, die beste und die erfolgreichste Weihnachtsshow im deutschen Sprachraum, dann heißt das was. Ich bin überglücklich. Es ist keine an den Horn herbeigezogene Auszeichnung, sondern es hat Substanz und Fundament. Wird einen Ehrenplatz kriegen bei mir daheim im Büro und ich freue mich sehr drüber.